Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video würde ich euch gerne meine Jungplatys zeigen. Falls ihr mein anderes Video damals gesehen habt, wie man Platys umsiedelt, werdet ihr sicher wissen, dass es sich bei den Platys um lebendgebärende Fische handelt. Das heißt, wie bei Guppies und ähnlichen Fischen ist es so, dass die Junglinge lebendig zur Welt kommen. Hier könnt ihr jetzt ein Exemplar erkennen, die sind wirklich sehr klein und kaum zu erkennen, aber davon haben sich hier einige gebildet im Aquarium. Diese hier schwimmen jetzt hinten an meiner Maschendrahtzaun- und Wurzelkonstruktion entlang, entgegen des Lichtes. Aber sie müssen aufpassen, die Jungfische, dass sie nämlich nicht von anderen räuberischen Tieren im Wasser gefangen werden, wie beispielsweise von meinen Krebsen, die ihr vielleicht in diesem Aquarium auch schon gesehen habt. Hier sehen wir gut den Vergleich. Oben seht ihr diesen kleinen Punkt, das ist ein Jungfisch an diesem Maschendrahtzaun. Und unten hingegen die normal großen Platys, um zu erkennen, wie sie umherschwimmen. Auch da muss man aufpassen, denn es kommt gut und gerne in der Natur vor, dass die Fische ihre Jungtiere auffressen. Aber dies geschieht hauptsächlich, wenn zu wenig Platz im Aquarium ist, um Überpopulation vorzubeugen, wie ihr sie vielleicht schon erleben konntet oder auch nicht, denn auch bei Guppies beispielsweise könnt ihr erkennen, dass diese Tiere hauptsächlich nur ihre Jungtiere fressen, wenn die Population so die maximale mögliche Traglast des Aquariums, nenne ich es mal, ausgereizt haben. Und dort hinten sehen wir doch sogar schon einen Jungplati, der etwas größer ist als derjenige, den ihr gerade gesehen habt. Also ich kann davon ausgehen, sie vermehren sich hier durchaus auch sehr gut und zahlreich. Aufgrund der immensen Größe meines Aquariums ist es für euch natürlich schwer zu erkennen oder einzuschätzen, wie viele Platys es sind, aber es sind schon durchaus mehr als eine Handvoll, die ihr hier sehen könnt. Und natürlich nicht zu vergessen, wer hier hinten herumhängt, nämlich einer meiner drei Unterwasserkrebse. Die Platys müssen vorsichtig sein, denn es kann sein, dass auch diese zur Speisekarte meiner Krebse gehören und vor allem auch Jungtiere, die zwar sehr klein sind, aber für diesen Krebs auch sehr nahrhaft, werden eventuell, wenn sie nicht aufpassen, gefressen. Hier oben könnt ihr unscharf an der Oberfläche auch nochmal ein paar Jungplatys erkennen. Ich würde gerne versuchen, sie für euch scharf zu stellen, aber irgendwie scheint das mit meinem Telefon nicht so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Da habe ich einen guten Tipp für euch aus dem Internet gelesen. Nehmen Sie eine Lupe und damit halten Sie sie vor die Kamera und schon haben Sie Makroaufnahmen. Wenn ich eine Lupe zur Hand hätte, würde ich diesen Tipp befolgen. Aber bis dahin müsst ihr euch halt ungefähr vorstellen, wie sie aussehen. Den kleinen schwarzen Augen. Vielleicht schaffen wir es ja doch, sie irgendwie scharf zu kriegen, aber ich fürchte, eigentlich ist das wahrscheinlich eher schwierig. Ihr habt ja wohl auch einen leichten Überblick erhalten, wie Jungplatys eigentlich aussehen. Hier könntet ihr sie halt noch einmal sehr scharf erkennen, wenn es sich einrichten ließe. Mittels meiner Lesebrille konnte mir eine kleine Vergrößerung gelingen, die vielleicht etwas Schärfe hier hereinbringt. Normalerweise versuche ich natürlich euch immer die bestmöglichen Aufnahmen zu bieten, aber diese Platys hier haben eine Länge von nicht einmal einem Zentimeter und sind dadurch etwas schwierig in den Fokus zu kriegen. Aber jetzt könnt ihr sie vielleicht etwas besser erkennen, wie sie hier mit ihren schwarzen Augen und der platyüblichen Form entlang schwimmen. Und nun habt ihr also gesehen, wie Jungplatys eigentlich aussehen. Und hier ist es auch wohl auch ähnlich wie bei den Guppies, dass ihr erkennen könnt, ob sie schwanger sind an dem gewölbten Bauch und dem schwarzen Fleck hinten unter der Schwanzflosse. Also nach diesen Anzeichen solltet ihr Ausschau halten. Und so habt ihr dann auch bald, wie ich, einen ganzen Schwarm Platys. Ich hoffe, sie vermehren sich noch mehr. Ich muss gestehen, ich sehe hier nämlich öfter mal Jungplatys, aber
Was ich nicht sehe, sind wiederum die ausgewachsenen Exemplare. Also könnte ich mir vorstellen, dass einige davon tatsächlich den Krebsen zum Opfer gefallen sein könnten. Da müsst ihr also aufpassen, mit welchen Fischen ihr eure Platys zusammenhaltet. Aber ansonsten sind Papageienplatys wirklich äußerst leichte und unkomplizierte Fische zu halten bei euch zu Hause. Beispielsweise habt ihr auch keine Probleme mit der Temperatur, da sie sich in einem weiten Spektrum von, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 Grad, eher unter 30 Grad, würde ich sagen, aber zu kalt können sie es eigentlich auch eher selten haben. Meine Aquarien hier sind beispielsweise komplett unbeheizt und müssten so bei Zimmertemperatur liegen, um die 21, 22 Grad im Sommer, würde ich schätzen. Und da sind die Platys dennoch quicklebendig, wenn ich versuche, ihn einzuholen. Und ich denke, so konntet ihr auch schon wieder einen guten Überblick. Ich denke, dieser Platy fühlt sich eventuell von mir tatsächlich verfolgt. Wie ihr in einem anderen Video von mir vielleicht rausfinden konntet, können Fische nämlich sehr wohl sehen, was draußen geschieht, wenn sie durch die Scheiben schauen. Das heißt, ihr könntet jetzt der Platy mich erkennen, wie ich dastehe, wie vor allem Spiegel, beziehungsweise nicht vor allem Spiegel. Für mich wäre es der Spiegel, für die Platys wäre es eher ein Fenster. Man würde eigentlich davon ausgehen, die Platys spiegeln sich selbst in den Scheiben, aber das tun sie wiederum nicht. Denn durch physikalische Phänomene, wie erwähnt, können Fische rausschauen durch die Scheiben und wir können reinschauen. Nicht wie bei diesen verspiegelten Scheiben, die ihr vielleicht aus diesen Hollywood-Streifen kennt. Aber genug zu diesen Scheiben. Ich denke, ihr konntet jetzt einen guten Überblick darüber erhalten, wie meine Platys sich fortpflanzen. Im Gegensatz zu laichenden Fischen ist hier die Gefahr, dass sie von Krebsgewehr gefressen werden, noch etwas geringer, da sie nämlich durch ihre kleinen lebenden Fische durchaus schon Nachwuchs erhalten, der in der Lage ist, sich vor Gefahren in Sicherheit zu bringen und nicht von Schnecken oder Krebsen gefressen zu werden. Denn auch Schnecken fressen gerne den Laich von anderen Fischen auf, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber über Schnecken habe ich auch schon in einem anderen Video erzählt. Würde mich also auf jeden Fall sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr auch das ein oder andere lernen konntet über die Papageienplatys. Falls nicht, habe ich noch mehr Videos zu diesem Thema und beim nächsten Mal widme ich mich dann meinen Zebra-Bärblingen und wir schauen, ob diese Nachwuchs erhalten haben. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Gebt mir doch gerne auch einen Daumen nach oben auf YouTube und schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Und ferner dürft ihr auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst.